Also ich denke, dass sich für Jugendliche insoweit Kompetenzen jetzt durch Corona verändern, einfach dass sie vielleicht für sich mehr selber in die Hand nehmen müssen. Einfach so die Selbstlernkompetenz, einfach mit Krisen umzugehen gerade. Vor allem, wenn sie jetzt zu Hause sind, irgendwie selbst lernen müssen, selbst irgendwie den Schulunterricht oder die Hausaufgaben gestalten müssen. Da ist natürlich bei den Jugendlichen viel gefragt, was sie irgendwie für sich selbst lernen müssen. Also ich glaube, in der Schule hat mir oft so dieses, was im Leben wirklich wichtig ist, gefehlt. Also klar, ich habe irgendwie gelernt, wie ich Matheformeln ausrechne oder wie ich Gedichte interpretiere, aber ich glaube so, Sachen steuern oder was für ein Unifach oder wo möchte ich studieren, was interessiert mich, was sind meine Stärken, einfach so dieses alles, was dahinter steckt. Nicht dieses Theoretische, sondern wirklich, wie kann ich mich gut auf dem Arbeitsmarkt entwickeln oder was kann ich, wo möchte ich hin? Also ich glaube gerade Kompetenzen wie Finanzwissen oder wie auch immer, wie sie das erwerben können. Ich denke, vielleicht wäre es auch sinnvoll, nochmal ein Schulfach irgendwie dazu zu entwickeln. Gerade wo mal so Themen, die halt den Alltag betreffen und das Leben, wie man erwachsen wird und was wirklich wichtig ist, dass das einfach mit angesprochen wird. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Für mich sieht ein hochwertiger Arbeitsplatz so aus, dass ich als Arbeitnehmerin viele Möglichkeiten habe, dass ich immer mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten sprechen kann, dass ich mein Arbeitsumfeld flexibel gestalten kann, sei es jetzt Arbeitszeiten, Arbeitsort, Arbeitsthemen, auch zum Beispiel Arbeitsaufgaben. Was interessiert mich? Was möchte ich vielleicht machen? Weil ich glaube, wenn man einfach intrinsisch motiviert ist und einfach Sachen selber irgendwie ja, voranbringen möchte, dass das einfach nochmal ganz anders wirkt. Also einfach, dass man viel mehr im Austausch ist und einfach gucken kann, wie man Dinge gestalten kann, was ganz wichtig ist. Ja, ich glaube einfach, dass man sich in der Arbeitswelt so ein gewisses Standing aufbauen muss, dass man einfach erstmal seine eigenen Stärken kennenlernen sollte. Also was kann ich gut, was liegt mir gut, was sind vielleicht auch meine Schwächen und wie gehe ich mit meinen Schwächen auch dementsprechend um. Ich glaube, das ist sehr wichtig und einfach zu gucken, wie funktioniert das Zusammenarbeiten, worauf kommt es an, wie spreche ich mich vielleicht gut ab, wie gehe ich mit Schwierigkeiten oder auch Herausforderungen um. Das ist ganz wichtig, gerade so in den ersten Jahren im Berufseinstieg.